Jo, moin ihr Lieben. Wir sind mal wieder beim Sorgenkind hier. Also mal vorweggeschickt, ich kann absolut nicht verstehen, dass es da draußen Kommentatoren gibt, die nicht verstehen, dass das doch eine verdammt unbefriedigende Situation ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das Ding hat 3000 Kilometer gelaufen. Ja, so. Ich habe eine Unsicherheit, damit irgendwo hinzufahren, anschließend die Zündung anzumachen und das anzulassen, weil ich immer Angst haben muss, dass sie nicht anspringt. Ich finde, das kann doch der Dümmste kapieren, dass das nicht eine befriedigende Situation ist. Ja? So. Und mehr als zur Werkstatt fahren kann ich ja nun nicht machen. Was soll ich denn machen? Ich kann das doch nicht auseinanderreißen hier. Ja? Also wir schweben hier zwischen Garantie und Sachmängelhaftung, sagen wir mal so. Ne? So. Und ich will und kann immer noch nicht glauben, dass diese Maschine, das KTM, dieses Ding so miserabel gebaut hat, dass das mit einer funktionierenden Batterie nicht funktioniert, das ganze System hier. Ja? Das will ich noch nicht glauben. Obwohl es natürlich nahe liegt, dass es irgendwo einen Fehler gibt, der mir den Strom da rauszieht. Ja? Die Honda, die da und die da und der Golf da hinten, ja, die stehen teilweise Wochen. Ja, da gehst du hin, drehst den Schlüssel um, da läuft das Ding. Ja, die kannst du noch am Montag gefahren haben, da muss am Mittwoch schon gewärtig sein, dass das nicht mehr läuft. Also ist doch nicht normal. Ne? Das ist auch kein Gejaule oder sowas, sondern das ist einfach nur eine Feststellung von Tatsachen. Die Batterie ist jetzt voll. Die hängt wieder einen ganzen Tag jetzt, seit gestern wieder und vorgestern am Ladegerät. Die ist jetzt voll. So, jetzt ziehe ich das Ladegerät mal ab. Moment. Muss ich mir aus der Hand legen. So. Jetzt ist das Ladegerät abgezogen. Es kann jetzt weg. Ja. Dann geht man da hin. Der Komfortindikator hier ist auch kein korrektes Messmittel jetzt. Das ist nur ein Anzeichen. Er sagt, ist voll. Jetzt schalte ich die Zündung ein. Klar geht da jetzt die Spannung runter. Und schon ist er rot. Man sieht es, ne? Er blinkt rot. Will nichts heißen, es läuft die Benzinpumpe. Die ganze Elektronik springt an. Weiß der Kuckuck was, Tod und Teufel. Ja? So. Und ich mache jetzt mal was? Ich mache jetzt mal, ich klicke mich mal durchs Menü. Da habe ich ja noch gar keine Zeit für gehabt. Ich habe dieses Menü noch gar nicht in Gänze mir anschauen können. Ganz einfach, weil der Strom fehlte. Allgemeine Infos. Er sagte jetzt Batteriespannung. Sieht man das? 12,2 Volt. Das ist nicht die Masse. So, und ich klicke mich jetzt mal noch ein bisschen weiter dadurch. Einfach mal so nur zum Klicken. Sorry, wenn das hier ein bisschen wackelt. Ich mache das mit dem Handy. Man sieht an meiner Unbeholfenheit, ich kenne mich mit diesem Menü überhaupt nicht aus. Da habe ich noch gar nichts mit zu tun gehabt. MTC, da ist mein MTC zum Beispiel. Was macht das? Was ist das? Ist jetzt hier jedenfalls ein. Das ist wohl die Traktionskontrolle, gehe ich mal von aus. Lassen wir auch ein. ABS. Fahrmodus. Steht auf Street. Ja. Gut. Optionen. Schnellauswahl, Schnellauswahl 2. Keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache. Und zwar bewusst mache,
damit man mal ein bisschen die Batterie belastet. Es kann ja durchaus sein, dass die Batterie frisch neu erstmal so ein bisschen ein paar Ladezyklen hinter sich haben muss. Die er natürlich kriegen würde, die sie natürlich kriegen würde, wenn ich jetzt mal 500 Kilometer am Stück fahren würde. Ja? Aber das kann man ja nun auch nicht verlangen von jedem. Ja? Mache ich ja mit dem Auto auch nicht. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Das Ding blinkt natürlich jetzt immer noch rot. Klar, was soll der anders machen? So, und jetzt lassen wir sie an. Die wird jetzt anspringen, gehe ich mal von aus. So, man hat gesehen, sofort geht er wieder auf grün hier unten. Jetzt ist er auch wieder grün, weil die Lichtmaschine geladen hat. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Lichtmaschine funktioniert. Ja, sonst könnten wir ja auch meinen, die Lichtmaschine geht nicht. Machen wir Zündung wieder an. Ich drücke jetzt auf den Knopf. 3, 2, 1, jetzt. Geht er auf gelb. Komischerweise geht er jetzt auf gelb und nicht auf rot. Doch, jetzt ist er wieder rot. So. Lassen wir sie nochmal an. Drück. Wieder grün. So, und jetzt geh mal mit diesem Symptombild zum Händler und sag, hier stimmt was nicht. Ne? Ich kann ja nur sagen, am Samstag ist sie nicht angesprungen. Das habt ihr ja alle auf dem Video gesehen, wer es geguckt hat. Ja? So, jetzt geh mal mit diesem Symptom zum Händler und sag dem, sie ist nicht angesprungen. Da bist du vorher 50 Kilometer gefahren bis zum Händler, dann ist die Batterie natürlich durch die Lichtmaschine voll. Ja? Das heißt, es liegt schon nahe, dass der dann sagt, ja, was hast du denn? Der läuft doch. Ne? Also, das bitte auch zu verstehen, das ist alles nicht so ganz einfach. Du kannst doch nicht einfach sagen, tausch mir das Ding um. Ne? Da hängt ja eine Fahrgestellnummer dran und eine Zulassung dran. Ne? Also, das ist dann erst das letzte Mittel. Ja. Was ich allerdings überlege, ganz stark, ist, eine Anschlussgarantie zu machen. Ich habe ja 12 Monate Garantie. So, die läuft natürlich ausgerechnet dann aus, wenn mein Saisonkennzeichen gerade wieder anfängt. Im März. Ich habe sie ja im März gekauft. Und ab März darf ich wieder fahren. Oder? Ja, genau. Das heißt, die Sache ist ganz knapp. Ab November steht das Ding still. Bis März darf ich wieder fahren. Also bis Februar. März darf ich wieder fahren. Das ist alles nicht so ganz einfach. Das habt ihr alles so einfach auf der Tastatur. Aber steh mal hier mit dem Ding. Jetzt läuft sie. Ja? Machen wir noch einen dritten Versuch. Ja. Wenn das Ready to Race mal Programm wäre hier. Ready to ride würde mir ja schon reichen. So, Start. So, das waren jetzt, ich will das nicht länger aussehen, das waren jetzt 3 Startversuche. Ich lasse die jetzt vom Ladegerät weg. Und morgen mache ich nochmal
das Gleiche. Ich lasse die Benzinpumpe und das ganze System hochfahren und dann starten wir nochmal. Und dann, das mache ich bis morgen Abend noch und dann sehen wir mal, was dann ist. Ob sie dann noch läuft oder dann wieder nicht anspringt. Denn dann wäre es ein Zeichen, dass die Batterie nicht will oder nicht kann. Natürlich wäre es jetzt eine Möglichkeit, so eine LiFePO 5 oder was einzubauen, Lithium, Eisen, Phosphat oder was, Batterie. Da brauchst du dann wieder ein extra Ladegerät für. Okay, könnte ich mir ja kaufen. Das wäre so die nächste Instanz. Diese Batterien haben auch, so wie ich bei ZAM gesehen habe, bei ZAMs Channel, haben auch eine höhere Spannung. Also dessen Batterie, die zeigt immer über 13 Volt an. Und diese 12,2 hier, das ist verdammt knapp. Das nur mal so ein paar Überlegungen am Rande. Also bitte ein bisschen vernünftig bleiben und ein bisschen verstehen, was hier überhaupt abgeht. Nicht gleich poltern, ja, meine läuft seit 2 Jahren ohne Probleme. Ja gut, da freu dich doch. Meine läuft eben nicht. Ist was anderes. Okay, ich hoffe, ich bin verstanden worden. Danke.